Assalamu alaikum. Einige haben die Frage gestellt, das ist ja gerade aktuell das Thema, in Bezug auf Impfungen, ob eine Impfung das Fasten bricht. Also gemäß dem der Rechtsschule der Hanabila ist eine bricht eine Spritze, eine Impfung, das wird ja meistens, Impfungen werden ja meistens intramuskulös gespritzt. Und das bricht nicht das Fasten. Das Fasten bricht nämlich nach dem Madhab der Hanabila, also die Definition der Dinge, die das Fasten brechen, ist, sie sagen, Kullu ma dakhala fi jawfin au mujawwaf. Das trifft aber nicht auf die Spritzen bzw. Impfungen zu. Von daher, eine Impfung bricht das Fasten nicht.